So, da bin ich schon wieder. Sorry für die kleine Unterbrechung. Okay, das ist der Geist, den wir eingesackt hatten. Den Seefahrer haben wir schon angeguckt. Und ansonsten ist hier unten ja nichts mehr. Das heißt, hier ist unser Lagerfeuer. Das sieht man ein bisschen schlecht. Das heißt, wir gehen jetzt mal erstmal hier hinten zu der Hütte oder Brücke oder was auch immer das sein soll. Spy, Magren hier. My flame burns yet. Und da geht's zum Todesfeuerarchipel. Nebenbei können wir uns mal kurz die Weltkarte angucken. Wow, was für eine Weltkarte. Port Maie. Velarios Rast. Da ist die Defiant und da ist das Lagerfeuer und da geht es der Pfad nach Osten. Alt-Engrim. Bist du das, Hagrim? Alt-Engrim scheint in guter gesundheitlicher Verfassung zu sein, obwohl seine gewachste Jacke durchnässt ist. Er taxiert dich mit tiefäugiger Belustigung. You woke just in time for the fun. Fighting off motherless raiders one moment, flung into the freezing depths of Andra's bosom the next. Du bist genau zum richtigen Zeitpunkt aufgewacht, als der Spaß losging. In einem Moment kämpfen wir gegen mutterlose Plünderer, im nächsten werden wir in die eisigen Tiefen von Andras Busen geworfen. Engrims Auge zuckt, der lässt ein Lächeln aufblitzen, das aufgrund der fehlenden Zähne besonders auffällig ist. Hey. Magren learns us poor bastards that a little excitement's good for the heart. Ei, Magren lehrt uns armen Bastarden, dass ein wenig Aufregung gut für das Herz ist. Der letzte Magranit, der mit mir gereist war, ist ob der Prüfung seiner Gründin fast verrückt geworden. Das war Tuvins. Selbst die Götter können mich nicht brechen, Engrim. Ich hatte genug Prüfungen für heute, nichts sagen. Nehmen wir das erste. Aye, but almost mad ain't fully mad. Ah, old Durance. The goddess shan't forge another like him in her lives, Captain. Ah ja, aber fast verrückt ist nicht vollkommen verrückt. Ah, der alte Durance. Die Göttin wird wohl keinen anderen wie ihn zu unseren Lebzeiten mehr schaffen, Kapitän. There's no getting the ship back underway without repairs. Yonder road inland seems the best chance of that. You want to be kicking some of the corpses before you go, see if some cry out. We need a crew if we're to set sail. Wir bekommen das Schiff von der Reparatur auf keinen Fall ins Wasser. Jene Straße in das Landesinnere scheint hierfür am besten geeignet zu sein. Du sollst noch ein paar von den Leichen drehen, bevor du gehst. Mal schauen, ob ein paar davon aufschreien. Wir brauchen eine Mannschaft, wenn wir Segel setzen wollen. I'll see you at the campfire, Captain. Magren's flame warms my soul, but these ale bones need a touch of the real thing. Wir sehen uns am Lagerfeuer, Kapitän. Magrans Flamme erwärmt zwar meine Seele, diese alte Knochen brauchen aber die Berührung von etwas Realem. Wir sehen uns dort. Good, good. I'll keep an eye out for others, Watcher, if you'll do the same. Gut, ich werde nach den anderen Ausschau halten, Wächter, wenn du das auch tust. Ja, ich merke gerade noch einen kleinen Soundbug. Immer wenn ich eine neue Dialogoption auswähle, scheint der Ton kurzzeitig unterbrochen zu werden. Oh, so kann ich auch ins Handwerksmenü. Na gut, wir haben noch eine helfende Hand. Ich habe den alten Engrim an einer Straße nach Osten gefunden. Er scheint alleine ganz gut zurechtzukommen. I'll boil up some water. We'll have a spy at that leg of yours. Should have seen me with that barrel, Engrim. I showed it was boss. Magren gives some of us simpler trials than others. Ich werde Wasser aufkochen. Da schauen wir uns mal dein Bein hier an. Du hättest mich mit diesem Fass sehen sollen, Engrim. Ich habe ihm gezeigt, wer hier der Boss ist. Magam gibt einige von uns einfache Prüfungen als andere. Ja. Dann kommen wir mal kurz nach dem Pfad hier oben. Oh, noch ein Geist. Hätte nicht gedacht, dass der Tod so langweilig ist. Sollte nicht hier irgendwo ein Licht sein? Okay, das heißt in die Höhle gehen. Und uns den Zwerg holen. Na, die Regenbögen sehen schön aus. Meereshöhle.
Ja, die Ladezeiten sind noch ein bisschen heck-meck. Meereshöhle deckt. Gruppe hat 18 Erfahrung. I guess we're not the first to head this way. Nö, sind wir definitiv nicht, Edda. Also die ersten, die hierher gekommen sind. Schiffszwieback. Bronzeohr. Der rautanische Ohr ist eine große Bronzemünze und die zweithäufigste Währung im Königreich. Dies ist die ursprüngliche Form des Bronzehorns, die häufig in zwei Teile gebrochen wird, um eine Münze einen Wertes zu erhalten. Wie Tabletten oder was? Und eine Fackel, wenn wir mal eine brauchen. Indeed. Eine Pockenkappe. Ein Höhlenkäfer, okay. Und ein Skelett. Wie geht Larven? Keine Umrisse huschen schnell zwischen den Korallen unten hin und her. Okay. Das war jetzt gerade cool. Hey, das ist mal ein richtiger Dreiecksschild. Hier. Ja, das sieht doch schon mal viel cooler aus. Das sieht wieder wie eine Pflanze aus. Höhlenkoralle. Jo, die fahren auch weg. Durchnässte Notiz. Noch immer kein Zeichen von Benwef. Wie lange warten wir denn noch? Die Nässe hat schon die Hälfte unserer Beute ruiniert. Und bringt dein stinkendes Konstrukt unter Kontrolle. Es hängt die ganze Zeit bei diesem Kristall herum. Ich schwöre, dass es mich böse angeguckt hat. Okay. Ah, nicht schon wieder der Bug. Das sind Knarren, Pistolen, also ganz einfache. Alright, but I'm keeping what's in there. Mechanik von Hagrim, Gruppenhilfe. Jetzt kann sogar die Gruppe dabei helfen. Das ist cool. Well, as long as I don't get... Mit diesem schlanken Stahlwerkzeug kann ein Fies an Verschlüssen geöffnet werden. Sollte ein Schloss die Fähigkeit des Schlossknackers leicht übersteigen, können einige Triebtüche dafür geopfert werden. Sollte ich mir auf jeden Fall merken, dass da noch eine Kiste ist. Und dass ich bei der Mechanik steigern muss. Yes, at once. Jedenfalls gibt es hier ziemlich viele. Ein rostiges Kupferkonstrukt. That's on me. Edda, kannst du versuchen, es umzuwerfen? Jo, kann er. Machen wir den Windmühlen-Hieb wieder aus. Was macht eine metallene Tötungsmaschine überhaupt hier so ganz allein in einer Höhle? Meditieren? Kupferbindung. Ja, das kennen wir.
Okay. Ein Dutzend Gemälde, schimmelig und wertlos, sind an der Wand inmitten von zerbrochenen Flaschen. Und dort in dem Holz aufgereiht. Diese Kunst sieht mittlerweile so aus, wie sie riecht. Das wird sicher nur schwer wieder sauber, machen lassen. Oh, Goldsohle. Die Sohle ist die kleinste Goldmünze der Bayerischen Republik und wird für Transaktionen mit hohem Wert benutzt. Das ist immer schön. Dietriche. Tapferkeit, Reflexe, geringer Ring des Schutzes. Edda. Jo. Course. Jetzt gehen wir weiter. Damn, Pirates! Andra, take your scabrous souls for fish food. Verdammte Piraten, möge Andra eure verdorbenen Seelen als Fischfutter verwenden. Beodol, still alive and calling everybody scabrous, I see. Beodol, noch immer am Leben und fluchen, wie ich sehe. Well, now we got a bosun. Just need a boat. Jetzt haben wir immer einen Bootsmann, fehlt noch das Boot. Adair. And I see that corpse we've been carting around is looking a slight more sprightly. Good to see the two of you, but mind your step. I've got myself in a spot of trouble. Edon, ich sehe, dass die Leiche, die wir mitgeschleppt haben, wieder ein klein bisschen munterer aussieht. Danke. Schön, euch beide zu sehen, aber pass auf, wo ihr hintretet. Ich stecke in der Klemme. Been trying to find a way past without losing a leg or getting a face full of poison. Ich versuche die ganze Zeit hier vorbeizukommen, ohne ein Bein zu verlieren oder eine Ladung Gift ins Gesicht zu bekommen. Hast du Angst vor ein paar Fuß? Vor ein paar Fußangeln? Feigling, kein Wunder, dass uns die Piraten auflaufen haben lassen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Helfen der Hände. Miranda ist in eine Falle gelaufen. Er wird meine Hilfe brauchen, um dort wieder herauszukommen. Let's take a look. Hey, cool, es gibt jetzt sogar einen Sichtkegel. What can I do? Absolutely. Konnte die Falle nicht entschärfen. Ja, supi. Maybe rest. Jetzt habe ich einen verdrehten Knochen. Of course. Indeed. Supi. Ich kann den Fass zerstören. Of course. Da ist Fleisch drin, okay. Yes, I'd be glad to. Soll mir noch einer erklären, wie ich ihm helfen kann? Ein Kriegshammer. Lederrüstung. Looks like. Was habe ich eigentlich nochmal? Ich kann das hier aktivieren. Weitaus präzisere Angriffe. Also ich brauche länger zum Schießen, aber ich treffe häufiger. Wobei ich jetzt schon ganz gut treffe eigentlich. Oh, ich habe einen Hinterausgang gefunden. Das Wasser leuchtet hier in einem schaurigen Blau und die Höhle flimmert von reflektierendem Licht. In der Höhenwand im Nordosten kannst du eine Öffnung ausmachen, wo das Wasser weiter fließt. Der Schlund scheint sich ein Stück geradeaus zu erstrecken, wovor eine scharfe Kurve kommt. Du kannst nicht sehen, wohin sie führt. Jemand vorausschicken, der nach Luftblasen Ausschau hält. Edda?
Edda kommt zügig voran und gleitet mit selbstbewussten Bewegungen durch das Wasser. Gegen Ende des Tunnels findet Edda einen Ort zum Luftschnappen. Mit der Möglichkeit, eine Pause einzusingen, sollte das Schwimmen durch den Tunnel möglich sein. Hindurchschwimmen. Luftblasen ermöglichen die lebensnotwendige Pause beim Tauchen durch den engen Wasserweg. Deine Reise durch den Tunnel ist zügig beendet. Du erreichst schließlich ein Gewölbe, das wie eine weitere kleine Höhle aussieht. Sonnenlicht dringt durch eine Öffnung im Stein. Yes? Certainly. Okay, so kommen wir an einen anderen Ausgang. Unterwasserpassage. Ich kann halt immer noch keine Fallen entschärfen und ich weiß auch nicht, wie ich sie auslösen könnte. Told him not to bring that thing in there. Didn't like the look of it one bit. But no, no one dared speak poor of his precious animancy tech. Habe ihm gesagt, dass er das Ding da nicht reinbringen sollte. Das hat mir absolut nicht gefallen. Aber nein, nur ja kein schlechtes Wort über seinen teuren Beseelungstech. Das Gespenst läuft mit schnellen, zielstrebigen Schritten die Länge des kleinen Felsvorsprungs ab und führt dabei Selbstgespräche. Ihr langes Kleeblatt flattert im Wind, der aus dem Zwischenreich weht.